In diesem Video wird's wieder richtig gefährlich. Denn Sue wurde gefangen genommen. Und damit ich ihn retten kann, muss ich verschiedene Challenges bestehen, Quizrätsel und sogar Faustkämpfe. Und das alles auf dem Weg auf den Mount Chiliad, den höchsten Berg in Los Santos. Und zu allem Bösen habe ich auch noch mein Auto verloren aus dem letzten Video. Muss mit einem Motorrad fahren. Leute, ich sag euch ehrlich, ich werde natürlich alles geben, was ich kann. Aber es wird auf jeden Fall richtig, richtig schwierig. Und wenn ihr rausfinden wollt, ob ich es schaffe, müsst ihr auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Ich würde sagen, es kann direkt losgehen, Leute. Der Countdown läuft. Ich habe meine Waffen natürlich dabei. Die Rainbow AK. Und let's go. Ab jetzt fahre ich nach oben. Und ich bin sehr gespannt, Leute. Let's go. Oh, hier ist schon die erste Hürde. Okay, Sir. Ich bin bereit. Was kann... Was ist die erste Aufgabe? Ja, endlich, Candy. Hör mir zu, Candy. Die erste Frage, die ich dir jetzt stellen werde, ist auch somit automatisch die erste Aufgabe, die du bewältigen musst. Ich bin gespannt, ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Erzählen Sie es mir. Du weißt, jede falsche Antwort bedeutet ein Schuss in dein Knie. Was? Okay, dann stellen Sie mir die Frage, Sir. Gut. Da es hier auch unter anderem um Sue geht, musst du eine Frage über ihn beantworten. Okay. Und zwar, wie nennt er immer sein eigenes Auto? Das Auto von Sue heißt... Moment! Bist du sicher, dass du diese Frage beantworten möchtest? Natürlich, das Auto heißt... Hey Leute, wie hieß das nochmal? Litzi, Klitzi, wie hieß das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Oh Leute, ich bin so aufgeregt. Blitzi heißt das Auto. Wow, nicht schlecht. Ist da Blitzi bin ich ja richtig? Wirklich begeistert. Nun ja, ich sag mal so, wir haben die Antworten von ihm herausgequetscht. Er selber meint, sein Lieblingsauto ist Blitzi. Was das überhaupt bedeutet, kann ich dir auch nicht sagen. Also darf ich weiter, ja? Du darfst jetzt erstmal weiter, aber ich warne dich. Hör mir mal zu, Freundchen. Ja. Das, was auf dich doch erwartet, ist nicht mehr ansatzweise so leicht wie gerade eben. Ja, das war Level 1. Okay. Bist du bereit für Level 2? Ich bin bereit. Ich fahre weiter, Nun, Sir. Ja, dann darfst du voranschreiten. Okay, sehr gut. Padawan. Okay, hey Leute, wie krass ist das denn? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich muss jetzt hier hochfahren und richtig viele Aufgaben schaffen. Und irgendwann, Leute, bin ich ganz oben auf dem Mount Chiliad angekommen und kann endlich Sue retten. Wir haben Level 1 geschafft. Ich muss jetzt nämlich den Weg nach oben anfangen. Und dazu muss ich hier rechts nämlich rauf. Hier fängt der Weg an. Es ist auch noch so richtig doll verschneit, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir fangen an. Und ich bin gespannt. Wer ruft mich denn jetzt an? Oh nein. Hallo? Hallo, Candy. Oh nein. Du machst mir keine Angst. Ich bin auf dem Weg zu dir nach oben. Ich werde euch besiegen. Bist du sicher, dass du keine Angst hast? Ich habe keine Angst vor euch. Niemals! Ich hab mich zittern müssen, als du die erste Aufgabe erledigt hast. Ja, ein bisschen, okay, ich geb's zu, aber Stani hat mir das beigebracht. Niemals Schwäche zeigen und ich werde euch besiegen. Um den werden wir uns auch noch kümmern. Ja, kommt doch, wenn ihr euch traut. Ich komme auf jeden Fall zu dir hoch, du Affe. Du musst zu uns kommen und nicht andersrum. Und ich warne dich. Wenn du noch einmal so mit mir redest, dann werde ich deinen Freund Eschew Manieren beibringen. Also, aber du weißt genau, wie ich das meine. Ja, Entschuldigung, Sir, es tut mir leid, ja. Auf Wiedersehen. Viel Spaß mit Level 2. Okay, ciao. Hey Leute, der Typ macht mir richtig Angst. Ich habe echt Angst um Sue. Und wir haben auch gar kein Lebenszeichen von ihm gehört seitdem. Ich hoffe, dass er auch wirklich oben ist. Okay, wir fahren erstmal weiter. Nämlich auf diesen Track hier, Leute. Ich bin sehr gespannt, wann Aufgabe 2 kommt. Okay, weiter geht's. Ey, durch den Schnee ist es sehr schwer hier zu fahren. Ich habe auch noch Motorrad. Aber wo ist denn Aufgabe 2? Oha, da rechts ist so ein Hund. Okay. Hä? Ein Moment, Freundchen. Was ist denn hier los? Da Hallo? Bist du ja endlich. Ist das Aufgabe Nummer 2 hier oder was? Du bist eben bei Level 2 angekommen. Okay, hallo Sir, ich bin bereit. Du musst jetzt eine Aufgabe erledigen, die wird kombiniert mit der zweiten Aufgabe zugleich. Weißt du, was das bedeutet? Nein, was heißt das, Sir? Bitte klär das mich bedeutet, auf. Du nimmst deinen Roller und wirst dann genau in den Moment, wo ich hier auf Container bin, abspringen, sodass du auf Container landest. Ich muss auf dem Container landen oder nur drüber? Das ist ja Hindernis. Du musst auf dem Container landen, aber ohne Roller. Nur mit deinem Körper. Okay, ich verstehe es, Sir. Oh Gott, Leute. Ich mach dir mehr Platz. Ey, Leute, was ist das denn? Und wenn ich es nicht schaffe, ist Sue jetzt erledigt oder was? Wenn du es nicht schaffen solltest, wird nicht dein Kumpel erledigt, sondern du wirst erledigt, weil du mit dem Roller runterfallen wirst. Okay, Leute, ich sag euch ehrlich, ich kann zwar gut fahren, ich mach das ja schon echt eine Weile, aber beim First Try da oben drauf landen,
Das wird auf jeden Fall richtig, richtig schwierig, Leute. Aber ich muss es versuchen für Sue, für Stunny Performance. Okay, Sir, ich fühle mich bereit. Ich werde es versuchen. Sie fühlen sich bereit? Ich fühle mich bereit. Na dann, viele Glück. Okay, also Leute, ich muss springen mit dem Motorrad und dann abspringen vom Motorrad und drauf landen. Leute, ich sage euch ehrlich, es wird auf jeden Fall richtig schwer. Schreibt mir in die Kommentare, denkt ihr, ich schaffe das? Okay, Leute, auf drei. Eins, zwei und... abspringen. Ich hab's geschafft. Let's go, Leute. So, Mister. Ich wusste nicht, dass hier noch was hinter ist. Ich dachte, ich muss da oben drauf landen. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Haben sie mich bekommen? Kann ich jetzt noch aufsteigen? Okay, Sir. Hör mir zu. Ja, ich höre ihn zu. Warte, ich komme noch mal nach oben. Habe ich jetzt Aufgabe 2 bestanden? Candy, du hast ja die Aufgabe 2 bestanden. Aber jetzt geht's hoch zu Aufgabe 3. Oh Mann, ey, Leute, wann bin ich denn mal oben? Wir wollen echt Stu retten. Okay, weiter geht's. Danke, Mister. Ciao. Auf Wiedersehen. Okay, Leute, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Die Aufgabe hat echt alles von mir abverlangt. Das war sehr, sehr schwer. Wenn es noch schwerer wird, Leute, sage ich euch ehrlich, werden wir es nicht schaffen. Weiter geht's, weiter geht's. Und Leute, ich glaube, hier schon die nächste Challenge. Ja, gut, also das ist ja eine Mini-Challenge. Hier so ein kleiner Krater, wo ich rüberspringen muss. Das ist ja ganz einfach. Einfach und zack. Okay, weiter geht's. Denn hier vorne habe ich schon gesehen, kommt der steilste Teil von dem ganzen Ding. Ey, Leute, das ist auch übelst hell im Schnee hier. Das ist jetzt hier. Schaut mal, wie steil das ist. Hier muss ich mich diese Wand hochfahren. Und let's go. Okay, easy, easy. Alter, ich habe auch ein sehr, sehr gutes Motorrad bekommen, muss ich sagen. Aber wo ist denn Challenge 3? Wir schauen mal. Ey, Leute, ich bin richtig gespannt. Wir sind schon fast oben. Das ist gar nicht mehr so weit. Weiter geht's hier. Es ist auch wieder sehr, sehr steil jetzt hier hoch. Oh Mann, Leute, weiter. Let's go. Ich glaube, da kommen gar keine Aufgaben mehr. Ich glaube, wir haben es geschafft. Was ist denn... hallo? Wo bist du, Candy? Ich habe schon lange auf dich gewartet. Sie sind doch von Erinnerst du dich an mich? Ja, von Aufgabe 2. Sir, was ist das hier? Sie sind gefangen. Komm rein, mein Freund, komm rein. Okay, was ist jetzt los? Du kommst jetzt sofort rein, habe ich gesagt. So. Und zwar werden wir hier zusammen einen Fight absolvieren müssen. Leute, das ist deine Aufgabe 3, aber du weißt, ich habe Boxen trainiert. Jahrelang mache ich Boxen. Leute, schaut euch den Typen mal an, der ist richtig muskulös. Ich glaube nicht, dass wir gegen den einen Boxkampf gewinnen. Aber Sir, Alter, schaut euch mal die Muskeln von dem Typen an. Der Erste, der auf dem Boden liegt, der hatte verloren und darf eventuell höher zu meiner Bosse. Der Erste, der verloren hat, darf höher? Hä, was redet der da? Nein, der Erste, der auf dem Boden liegt, ist draußen und der andere darf höher. Verstehst du mich nicht? Okay, Sir, ich bin bereit. Sind Sie auch bereit? Mach du dich jetzt da über mich los? Nein, nein. Wow, bam, Leute, ich bin ausgewichen. So sieht's nämlich aus. Au, au, ey. Okay, okay. Leute, okay, abschütteln und weiter geht's. Du bist gut, du bist gut. Bam, au, au, okay. Bam, au, au, okay, ohne treten. Du wolltest selber treten. Bam, ey, Leute, richtig spannend, ey. Ausgewichen. Ich darf nicht verlieren, zack, zack, zack. Oder meine Bosse würde mich töten. Aua, aua. Okay, Leute, ich glaube, ich werde verlieren. Ich glaube, ich werde verlieren. Oh nein, nein, nein. Bam. Okay, okay. Nein, 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 nein. Aua, aua, aua. Okay, weiter geht's. Bam. Was? Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Haha, so sieht's nämlich aus, Junge. Jetzt. Geh hoch zu meiner Bosse. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Aufgabe 3 haben wir bestanden und wir dürfen weiterfahren, Leute. Let's go. Alter, das war ja richtig spannend. Hey, Leute, wir haben den Boxkampf gegen diesen Muskeltypen richtig, richtig gut bestanden und es geht direkt weiter, Leute. Okay, ich glaube, das war's sogar. Mehr Aufgaben gibt's, glaube ich, gar nicht. Oh mein Gott. Vorsicht, kleiner Mann. Ey, hier war einfach so ein Kojote oder so. Hä? Stehen bleiben. Ja, okay. Du kommst hier nicht weiter. Hier los. Es tut mir leid, Herr Officer. Ich muss hier leider hoch. Deine Personalien sehen. Okay, natürlich. Hast du deine Personalien dabei? Ja, bitte sehr, natürlich. Aber ich muss hier leider hoch. Aha. Es geht um Leben und Tod. Herr Candy, der bei Standard Skill Performance arbeitet, oder was? Das ist korrekt, korrekt, ja. Nun ja, darf ich mal kurz deine Rolle angucken? Das ist ein Motorrad. Aber ja, ich müsste jetzt auch weiter. Ich habe gar nicht so viel Zeit daher. Ich muss jetzt wieder hoch. Du darfst hier nicht voranschreiten. Wieso? Du darfst nicht voranschreiten. Alles abgesperrt. Da oben ist auch niemand. Du musst jetzt sofort zurück. Oben die haben hier alles. Alles wurde dort oben bombardiert. Du darfst da nicht hin. Wir müssen erstmal herausfinden, woran das liegt.
Okay, also oben ist niemand und ich muss umdrehen. Ein getunter Roller. Das ist gar kein Motorrad. Ja, okay, Sir. Ich glaube, ich muss dir einen Strafzettel mitgeben. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ein Strafzettel für Mr. Candy. Leute, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte eine Aufgabe sein, aber eigentlich meinte er, oben ist auch keiner und ich soll umdrehen. Aber Leute, ich habe da eigentlich, Leute, sage ich euch ehrlich, passt mal auf. Wenn ich jetzt hier nämlich nach oben schaue, das geht gar nicht so hoch. Ich glaube nämlich, das ist eine Aufgabe und mit der Aufgabe soll man nämlich zeigen, dass man niemals aufgeben sollte. Das sind nämlich, glaube ich, gar keine echten Polizisten und die haben auch gesagt, oben ist keiner, aber es kann gar nicht stimmen, weil oben natürlich Sue ist. Und deswegen werde ich hier die Mauer durchbrechen müssen. Wir hören uns mal an, was er zu sagen hat. Ja, Sir. Erstmal nimmst du hier das Strafzettelchen. Aha, ja, zahle ich natürlich, sobald ich zu Hause bin. Gut, ja, und jetzt sofort hier bitte das Gelände verlassen, beziehungsweise diesen Berg hier. Ja, gut, dann drehe ich um und fahr wieder, Herr Officer. Natürlich. Okay, Leute, also ich werde die Mauer komplett durchbrechen jetzt. Und das ist wahrscheinlich die Aufgabe 4 nämlich gewesen. So, und jetzt Vorsicht mit Anlauf. Und durch die Mitte. Bam! Oh mein Gott, Leute, okay. Boss, er hat es geschafft. Er hat gesagt, Boss, er hat es geschafft. Das war Aufgabe 4, Leute. Man darf niemals aufgeben. Das war Aufgabe Nummer 4. Ich bin gespannt. Jetzt geht's weiter. Sehr, sehr krass, wie weit wir schon gekommen sind. Siu, ich komme zu dir. Gib nicht auf. Ey, Leute, was werden wir aber oben mit diesem Affenmenschen machen? Wird er so fair sein und sagen, ich habe die Challenges geschafft? Oder gibt's oben ein episches, finales Battle gegen diesen Affenmenschen, gegen den Mafia-Boss, Leute? Das wird auch sehr interessant. Oder gibt es oben sogar den Don zu sehen? Ich bin sehr gespannt. Wir fahren jetzt mal hier lang. So, oh, das ist eine etwas ältere Frau. Endlich mal jemand! Ja, endlich mal jemand, der mir hier helfen kann. Ich brauche Hilfe. Ich muss leider weiter. Ich bin doch nur eine alte Dame. Och, Mann, ey. Ja, gut. Mir ist kalt. Leute, ich werde dem Mann, ich werde der Dame natürlich helfen, ist ja klar. Ja, gut, ich helfe Ihnen. Was ist denn das Problem? Sehr kalt, wissen Sie? Ja, ich verstehe. Ich helfe Ihnen gern, aber ich muss leider weiter. Sie jetzt genau zulassen, mich erstmal aussprechen, ja? Ja. Und zwar das Problem, was ich gerade habe. Ja. Ich helfe Ihnen natürlich gern, aber ich muss jetzt leider hier hoch. Ja, ich muss auch einem Freund helfen. Hey. Muss mir helfen. Lassen Sie mich runter. Was ich sagen werde, wird quasi deine letzte Aufgabe sein. Was ist denn jetzt los? Bitte. Du hast die letzte Aufgabe damit erreicht. Und dann darfst du zum Boss. Bitte werfen Sie mich nicht runter. Nicht runterwerfen. Ursula. Ursula. Ey, bitte werfen Sie mich nicht runter. Es geht hier sehr weit runter. Warum ist die Quadratwurzel? Oder nee, weißt du was? Die Frage, die ich dir jetzt stellen werde. Ich will die Quadratwurzel von 77 wissen. Die Quadrat... Was? Von was? Ich verstehe die Frage nicht. Bitte werfen Sie mich nicht runter. Es geht richtig tief runter. Dann werde ich jetzt eine ganz andere Frage stellen. Okay. Die Frage ist ultimativ und kann wirklich nur von ganz, ganz schlauen Köpfen beantwortet werden. Ja, okay. Bist du dafür bereit? Ich bin bereit. Bitte werfen Sie mich runter. Was ist 1 plus 1? Ja. Ey, was? 1 plus 1? Plus und eine 1? Leute, ich bin gerade richtig aufgeregt, weil die Frau mich hier echt fast runterwirft. Was ist 1 plus 1? Schreibt mir schnell in die Kommentare, Leute. Schnell, 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 schnell. 1 plus 1, das ist... ich glaube, es ist 2. Ja, ich habe dir die Antwort gerade gegeben. Ach so, okay. Ich will, dass du zum Boss gehst. Ja, dann lassen Sie mich runter. Vielen Dank, Frau Ursula. Und ich werde jetzt weiterfahren. Okay, ich werde weiterfahren. Leute, wisst ihr was? Die Frau arbeitet für den Don und für den Boss. Das ist ein Feind. Und deswegen, Leute, ich habe noch mal eine Frage, Frau Ursula. Sie erinnern mich an jemanden. Können Sie mal kurz warten? An wen erinnere ich dich denn? Ja, und zwar erinnern sich mich an eine Frau, die runterfällt. Oh mein Gott, Leute, ciao. Ey, Leute, alle, die sich hier mir einen Weg stellen, sind natürlich Feinde. Das dürft ihr nicht verstehen, nicht vergessen. Und wir fahren weiter nach oben. Das war unsere letzte Aufgabe. Und jetzt geht's um alles, Leute. Wir haben es geschafft. Wir fahren nach oben. Und das epische Battle gegen den Boss oder sogar vielleicht gegen den Don steht an. Leute, jetzt kommt das große Finale. Wir sind fast ganz oben. Ihr seht es unten links auf der Karte schon. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hier auffinden werden. Wir fahren mal hoch. Oh, hier ist so ein Mann mit einer Waffe. Hallo, Sir. Ich habe alle Aufgaben geschafft. Darf ich durchfahren? Ja. Okay, danke schön. Okay, wir fahren weiter. Hier oben sind ganz viele Menschen. Oh, Leute, ich bin gespannt. Ey, was sind das hier alles für Leute? Das sind bestimmt Aufgaben, Leute. Nein. Nein. Hey, ich habe es geschafft. Lass Ju in Ruhe. Ich bin begeistert von deiner Leistung. Nicht jeder ist in der Lage, diese Aufgaben zu bewältigen. Vor allem bist du an meine rechte Hand Ursula herangekommen. Und das schafft nicht jeder. Okay. Aber
Irgendwie kann ich keinen Kontakt mehr zu Ursula aufbauen. Ja, die hat Feierabend gemacht. Also, der ist nichts passiert. Ursula, nein, nein. Der ist nichts passiert. Die hat Feierabend gemacht. Ey, Sue, geht's dir gut, Sue? Ey, bitte. Sue steht gerade unter einer Substanz, was? Die ihn erstmal sein Bewusstlos komplett sich von ihm verabschieden ließ. Okay, er kann also nicht gehen. Verstehst du das? Ja, ich verstehe es, Sir. Was ist jetzt los? Kann ich Sue jetzt bitte mitnehmen? Sue, ich werde dich retten! Sue, wir sind da! Okay, Nun ja, hör mir mal zu, ich habe eine Überraschung für dich. Überraschung? Jetzt bin ich gespannt. Also, meine Aufgaben hast du erledigt. Ja. Und deshalb bin ich stolz auf dich. Ob der dann wirklich auch mit dir zufrieden ist, das werden wir gleich sehen. Was? Der Don kommt hierher? Leute, das gibt's doch gar nicht. Ey, nein. Candy, dreh dich um. Was? Wer hat da mit mir geredet? Ich soll mich umdrehen? Nein, Leute, der Don höchstpersönlich, der allmächtige Don ist da. Mr. Don, es tut mir leid, was auch immer ich getan habe. Candy, keine Angst. Ich verstehe schon, du willst einfach nur Sue retten und ich bin ja kein Unmensch. Gibst du mir einfach 100 Millionen Dollar, dann kannst du gehen. Was? 100 Millionen? So viel Geld habe ich doch niemals. Mr. Don, können wir das nicht anders klären? Ich hätte echt gern Sue wieder. Und ich habe ihm auch eine Überraschung gemacht und ein Auto getunt. Ah, interessant. Du hast dein Auto getunt. Ah, okay. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay. Das Auto können Sie gerne haben. Sue, ich muss leider dein Auto abgeben. Dafür kann ich dich aber retten. Oh Gott, ey Leute, ich muss das machen. Oder schreibt mir die Kommentare, soll ich ihm das Auto geben? Mr. Don, ich werde ihm das Auto geben. Mir bleibt gar keine andere Wahl. Candy, da ich wusste, dass du das sagen wirst, haben wir das Auto schon besorgt. Affenmann, bring das Auto ein. Was? Mein Auto ist hier? Sue, dein Auto scheint hier zu sein und dein altes Auto... Nein. Was? Alter. Hier. Ey. Was? Ich kann wieder reden. Ey, das ist doch das Auto, was du mir geben wolltest. Ja, das ist dein Son Goku Auto für die Convention. Das ist das Son Goku Dragon Ball Super Saiyan Auto. Was? Du bist sofort leise. Ey, was ist hier los? Ruhe jetzt. Ich rede mit Candy, sonst mit niemandem. Es tut mir leid, Boss. Okay, Mr. Don, Sie dürfen das Auto behalten, aber ich will auf jeden Fall jetzt mit Sue hier abhauen dürfen. Ist das jetzt gestattet? Candy, du hast es geschafft. Du hast alle Aufgaben erledigt und deinen Mut bewiesen. Du hast bewiesen, dass du ein richtiger Kämpfer bist, Candy. Und deswegen darfst du Sue mitnehmen. Danke, Don. Okay, Mr. Don, danke schön. Sue, bitte komm jetzt. Ich hab ein Motorrad und wir können jetzt hier abhauen, ja? Hey, Sue, was haben wir hier getan? Wir haben uns hier echt mit den falschen Leuten angelegt. Leute, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall gewesen. Wir haben Sue gerettet und danke, Mr. Don, nochmal. Ey, Leute, das war's gewesen. Wir sehen uns bald schon wieder. Ciao mit Au.